Zwischen 2005 und 2015 ist die Population zu Lützeburg um 100.000 Einwohner gewesen. Für den zusätzlichen Demand und Energie gerecht zu gehen, verstärkt Creos sein Hochspannungsnetz mit dem Ausbau von der bestehenden 220 kV-Leitung rund um die Stadt. Dieses Projekt wird auch Luxring genannt. Nachdem die Einzelelemente von einem Mast am Boden viermontiert sind, gehen sie an der Regel mit Hilfe von einem Kran an der Hecht positioniert und zusammengeschraubt. Nicht immer aber erlaubt ein Terrain, dass ihn mit einem Kran bis bei dem Mast kommt. In dem Fall muss er bei einer Methode zurückgegriffen gehen. Am Grengewald lernt Autobahn R7 zum Beispiel, sie verschiedene Masten mit Hilfe von der sogenannten Stockbaumtechnik gebaut gehen. Die einzelnen Elemente gehen hier über den speziellen Flächenzugkonstruktion an der Mitte vom Mast nur an nur herabgezogen.